Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr diesen wunderschönen Babypulli selber nachhäkeln könnt. Ich habe hier den Pulli in der Größe 74 gehäkelt. Gehäkelt habe ich mit einer Häkelnadel in der Stärke Nummer 4. Denkt dran, auch wenn ich es immer wieder sage, mit einer kleineren Nadel fällt die Arbeit auch kleiner aus und mit einer größeren Nadel fällt die Arbeit größer aus. Ich hinterlasse euch unten in der Beschreibung unter dem Video auch Angaben zu anderen Größen und allgemeine Infos. Es lohnt sich immer da reinzuschauen. Und ja, zu dem Pulli hier, den wir hier gehäkelt haben, der wird, also wir starten hier oben, häkeln diese Rundpasse mit diesem schönen Muster und dann wird erstmal der Körper in Runden hier unten weiter gehäkelt. Hier unten so schöne Rüschen dran und zum Schluss dann die Ärmchen. Hinten habe ich, damit der Kopf auch gut durchpasst, einen Verschluss mit einem Knopf, mit so einem kleinen Rosenknopf hier dran gemacht. Und ja, ich sage euch auch mal eben kurz die Maße hier durch. Von, also Größe 74 ist es, ist der Pulli. Wir haben hier von Achsel zu Achsel fast 28 cm und haben hier eine Länge von der Schulter bis ganz hier unten hin von 30 cm. Ja, ich glaube, das Wichtigste habt ihr, Nadelstärke. Auch die Wolle hinterlasse ich euch dann noch in der Beschreibung und wie viel ich gebraucht habe für diesen Pulli. Und ja, ich würde sagen, wir starten dann einfach mit dem Häkeln. Dann sage ich schon mal viel Spaß beim Häkeln. Und wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren und dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren Videos von mir. Dann schon mal danke fürs Zuschauen und jetzt geht's los. Für unseren kleinen Pullover starten wir mit einer Luftmaschenkette, die 32 cm lang ist. Ich sage euch gleich auch, wie viele Maschen das dann hier insgesamt sind mit der Nadelstärke 4. Wenn ihr jetzt eine andere Größe häkelt, dann ist es einfach, wenn ihr das Kind da habt, dann häkelt ihr die Luftmaschenkette so lang, dass es dann, wenn man sie gut zieht, um den Kopf passt. Ich werde euch aber so oder so noch, denn es kommt ja auch noch ein Knöpfchen dran, ich werde auch euch auch noch Angaben für andere Größen hinterlassen, so Standardangaben. Aber wenn ihr natürlich das Kind da habt, dann wäre es ideal. Dann könntet ihr einmal die Luftmaschenkette häkeln und wie gesagt ganz stramm ziehen, um den Kopf halten. Und ja, dann passt das in jedem Fall. So, wir starten jetzt auf jeden Fall mit unserer Luftmaschenkette. Wir machen hier unsere Schlaufe. Häkeln unsere Luftmaschen. Wir brauchen eine ungerade Zahl, genau das ist wichtig. Und ich werde jetzt so weit häkeln, dass ich ungefähr 32 cm erreiche, wenn man dann die Kette ganz stark zieht. So, ich habe bei mir jetzt hier genau 51 Luftmaschen gehäkelt. Wenn ihr mit derselben Stärke und dieselbe Größe häkeln möchtet, dann könnt ihr auch 51 Luftmaschen häkeln. Ich zeige euch das mal eben, wie ich das hier abgemessen habe. Also ich nehme hier mein Zentimetermaß und ich ziehe das wirklich stramm und komme hier bei 32 raus. Denn wie gesagt, auch wenn es ganz stramm ist, es kommt ja auch noch ein Knöpfchen hinten dran, aber dann passt der Kopf wirklich auch gut dadurch. So, dann geht es auch weiter. Also vor allen Dingen jetzt für andere Größen. Wenn ihr andere Größen häkelt, ihr könnt das dann einmal ganz, ganz, ganz stramm um den Kopf halten und es wird ja nicht so stramm im Endeffekt, da wir ja auch noch hinten einen Knopf haben, wie gesagt. So, dann geht es weiter. Wir werden jetzt in der ersten Runde feste Maschen häkeln. Und zwar, wir starten mit einer Wendeluftmasche. So, überspringen diese erste Masche, gehen in die nächste und häkeln eine feste Masche. Moment, meine Masche ist hier ein bisschen zu locker. So, die Wendeluftmasche hatten wir, die überspringen wir und gehen direkt in die nächste Masche dann, die danach, und häkeln jetzt hier an der Kette entlang, Masche für Masche, unsere festen Maschen. Wie gesagt, eine ungerade Zahl für das Muster, was dann gleich folgt, sollte jetzt hierbei auf jeden Fall entstehen. Also wir haben ja jetzt 51, das ist eine ungerade Zahl, und wenn ihr eine andere Größe habt,
Auf jeden Fall eine ungerade Zahl braucht ihr. Ja, und jetzt passt nur auf, dass ihr hier nichts überspringt, nichts vergesst. Und dann müsstet ihr gleich am Ende auch 51 feste Maschen haben. Und dann sehen wir uns gleich am Ende der Kette wieder. So, wir haben jetzt hier 51 feste Maschen gehäkelt bis zum Schluss. Wir häkeln eine Wendeluftmasche, wenden unsere Arbeit, gehen direkt in die erste Masche, häkeln eine feste Masche. So, und häkeln jetzt nochmal eine Reihe mit festen Maschen. Einmal komplett hier dran entlang bis zum Ende und dann müsstet ihr immer noch eure 51 Maschen haben. Vielleicht ist es ganz gut, wenn ihr am Anfang immer mal zählt, dass ihr zwischendurch nichts verliert oder überspringt. 51 feste Maschen und dann sehen wir uns gleich am Ende hier wieder. Wir haben jetzt die zweite Reihe mit den festen Maschen gehäkelt und jetzt starten wir schon einmal mit einem Muster am Kragen und zwar... So, jetzt geht es mit Stäbchen weiter, nicht mehr mit festen Maschen. Wir häkeln jetzt erstmal eine Randmasche, also ein Randstäbchen. Dafür häkle ich hier in unsere allererste Masche erstmal eine feste Masche und zwei Luftmaschen. So, das ersetzt mein erstes Stäbchen. Dann gehen wir direkt in die nächste Masche, häkeln ein Stäbchen, eine Luftmasche und wieder ein Stäbchen in dieselbe Einstichstelle. So, wir überspringen jetzt eine Masche, gehen in die danach, häkeln wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen in dieselbe Einstichstelle. Also das wiederholt sich jetzt permanent. Das heißt, wir lassen wieder eine Masche frei, gehen in die danach, häkeln wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen in dieselbe Einstichstelle. Und wieder eine freilassen, in die nächste ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. So, und das machen wir jetzt die ganze Runde entlang. Und dann kommen wir auch mit unseren 51 Maschen hier hin, dass wir das Ende hier mit dem Muster und dann mit dem Randstäbchen beenden, genauso wie wir hier gestartet haben. Und dann sehen wir uns gleich am Ende wieder. So, hier am Ende sehen wir jetzt, dass das auch hinkommt. Hier ist das letzte Muster und in die Masche danach, das ist dann die letzte, häkeln wir unser Randstäbchen hinein. So, das passt alles, genauso geendet, wie wir gestartet haben. Und wir sehen jetzt auch schon die Form der Rundpasse, so langsam wird es richtig schön rund. So, und in der nächsten Runde, also wir wenden jetzt unsere Arbeit. So, wir häkeln weiterhin unsere Randmasche. Das heißt, wir gehen hier wieder in die erste Masche direkt rein mit einer festen Masche, zwei Luftmaschen. Das stellt unsere Randmasche dar. Und jetzt häkeln wir direkt, jetzt müssen wir nichts mehr zählen, wir häkeln jetzt direkt in diese Muster hier rein, in diese Dreiecke, sag ich mal. Und zwar häkeln wir jetzt in jedes Muster ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und ein Stäbchen. So. Und in das nächste Muster gehen wir rein, in das nächste Dreieck. Nicht hier, sondern in das Dreieck. Ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und ein Stäbchen. Also jetzt nicht mehr eine Luftmasche, sondern zwei. So, und das machen wir jetzt die ganze Runde hier entlang. Ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und ein Stäbchen. Und dann sehen wir uns gleich am Ende wieder. So, und hier am Ende der Arbeit. Jetzt häkeln wir auch hier wieder unser Randstäbchen. Und zwar gehen wir hier in diese Luftmaschenkette rein und häkeln hier unser Randstäbchen. So, wir wenden hier wieder unsere Arbeit. Wir werden jetzt wieder ein Stückchen weiter in der Rundpasse, hoch, falsch rumgedreht. Na, jetzt fällt mir auch alles hin. So, alles wieder festhalten. Und wir starten wieder mit unserem Randstäbchen. Das heißt, eine feste Masche, zwei Luftmaschen, gehen direkt wieder hier in unsere Lücke rein, häkeln jetzt aber, also es ändert sich jetzt wieder ein bisschen was, zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Also wir erweitern uns hier nochmal ein bisschen.
1 und 2 Stäbchen, alles in dieselbe Lücke, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Ups, löst sich gerade mein Faden. So, und das machen wir jetzt Muster für Muster. Dadurch haben wir hier einen schönen Fächer gehäkelt und werden, wie gesagt, in der Passe noch mal ein bisschen breiter. Und wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, hier können wir uns jetzt eigentlich nicht vertun, da wir in jedes Muster, in jedes Vormuster hier reinhäkeln. Und das macht ihr jetzt auch hier bis zum Ende weiter. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und dann sehen wir uns auch hier am Ende gleich wieder. So, auch diese Runde hier mit den 2 Stäbchen, mit dem Fächermuster beenden wir mit unserer Randmasche. Das heißt, hier in die Luftmaschenkette ein Stäbchen. Wir wenden unsere Arbeit und jetzt machen wir die nächste Runde genau dasselbe. Also das Muster wird jetzt wiederholt. Das heißt, wir starten hier auch wieder mit unserer Randmasche. Eine feste Masche, 2 Luftmaschen und gehen direkt hier in diese Lücke von dem Fächer und häkeln genau dasselbe wieder. Das heißt, na, bin ich abgerutscht, das heißt 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, also genau dasselbe, das machen wir jetzt hier auch die ganze Runde entlang und dann sehen wir uns gleich am Ende wieder. Wir haben jetzt auch die zweite Runde mit unseren Fächern hier beendet und zwar mit unserem Randstäbchen und an dieser Stelle schließen wir jetzt unsere Runde und arbeiten nicht mehr in Hin- und Rückreihen, sondern in Runden dann weiter. So, also wir bleiben hier, wir wenden die Arbeit nicht und werden jetzt hier in unserer Luftmaschenkette, gehen hier oben in die dritte Luftmasche rein, schließen mit einer Kettmasche, arbeiten uns jetzt hier, denn wir müssen jetzt hier in die Mitte kommen, um starten zu können. Wir gehen jetzt hier mit einer Kettmasche in die nächste Masche rein und gehen dann mit einer Kettmasche hier in die Mitte. So. Und dann arbeiten wir jetzt hier weiter unser Muster. Das heißt, wir häkeln 1, 2, 3 Luftmaschen für den Start. Unser Stäbchen. Unsere 2 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen. Also das Muster bleibt wie gehabt, der Fächer. So, und das machen wir hier die ganze Runde entlang, nur dass wir das jetzt halt in Runden machen. In jeden Vorfächer wieder ein Fächer häkeln und dann treffen wir uns hier gleich am Ende wieder, denn hier wird dann in die Mitte ein neuer Fächer noch reingehäkelt. Also wir treffen uns gleich erstmal hier am Ende, wenn ihr einmal komplett drumherum gehäkelt habt, wieder. So, ich bin hier fast am Ende der Runde. Ich habe hier den letzten Fächer in dem Vorfächer gehäkelt. Jetzt haben wir den Fall, hier in der Mitte haben wir noch Platz. Da werden wir einen weiteren Fächer reinhäkeln. Und zwar, wir gehen hier einfach in diese mittlere Masche rein. So, und häkeln hier ebenfalls 2 Stäbchen. Genau wie wir das die ganze Zeit gemacht haben. 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, dann, also hier ist jetzt ein weiterer Fächer entstanden, verschließen wir unsere Arbeit, indem wir hier in dieses erste, das war ja die Luftmaschenkette, in dieses Stäbchen hier gehen, verschließen unsere Arbeit mit einer Kettmasche. Und jetzt in der nächsten Runde häkeln wir eine Runde feste Maschen. Wir starten mit einer Luftmasche, gehen direkt hier wieder in diese Masche rein, häkeln eine feste Masche. So, und jetzt Masche für Masche, das heißt in diese Luftmaschenbögen 2 feste Maschen, denn das waren immer 2 Luftmaschen. Und in jede Masche eine feste Masche. Hier kommt ein Stäbchen und noch ein Stäbchen, also 2. Dann wieder ein Stäbchen, wieder ein Stäbchen, also wieder 2 feste Maschen. Und in diese Bögen auch 2 feste Maschen, einfach drumherum häkeln. Das machen wir jetzt die ganze Runde entlang und am Ende hier treffen wir uns wieder und verschließen die Runde gemeinsam.
So, nachdem wir jetzt in jedes Vorstäbchen eine feste Masche gehäkelt haben, beenden wir hier die Runde mit unserer letzten festen Masche. Und hier, wo wir gestartet sind, in dieser ersten festen Masche, verschließen wir unsere Arbeit mit einer Kettmasche. So, in der nächsten Runde arbeiten wir Stäbchen. Das heißt, wir häkeln, da wir jetzt in Runden weiter häkeln, häkle ich jetzt folgendermaßen. Ich häkle zwei Luftmaschen und gehe genau hier, wo wir rausgekommen sind, wieder rein und häkle ein Stäbchen. Und dann häkeln wir hier dran entlang an unseren festen Maschen und in jede Masche kommt ein Stäbchen. Ups. Ja, da ist jetzt nichts bei zu beachten hierbei. Ihr häkelt jetzt die komplette Runde bis zum Ende, Stäbchen, und dann verschließen wir gleich unsere Runde hier gemeinsam. So, wir schließen dann hier die Runde mit den Stäbchen, also mir fehlt hier noch das letzte Stäbchen. Und wir schließen unsere Runde, indem wir wieder in diese Masche gehen, des ersten Stäbchens, nicht in die zwei Luftmaschen, sondern wir verschließen die Runde hier in dem ersten gehäkelten Stäbchen mit einer Kettmasche und starten wieder eine neue Runde und häkeln noch einmal Stäbchen. Das heißt, wir starten wieder mit zwei Luftmaschen und häkeln genau in dieselbe Einstichstelle, hier wo wir rauskommen, unser erstes Stäbchen. So, und häkeln hier wieder die ganze Runde entlang und treffen uns dann gleich hier am Ende wieder. So, ich habe jetzt hier das letzte Stäbchen gehäkelt, aber unsere Runde noch nicht verschlossen. Und zwar, ich habe hier schon mal etwas vorbereitet. In der nächsten Runde müssen wir dann unsere Ärmel vom Körper trennen. Und zwar folgendes, ihr müsst unbedingt hier die Gesamtstäbchenzahl durchzählen. Also ich habe jetzt hier insgesamt 156. Wenn ihr die auch habt, dann könnt ihr die gleiche Aufteilung nehmen und ansonsten auch für andere Größen, sage ich euch mal eben, wie ich hier vorgegangen bin. Also es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Ich nutze auch mal die und mal die. Also jetzt habe ich gemacht, die Gesamtmaschenzahl, die wir hier haben, 156 in dem Fall zum Beispiel, geteilt durch 5 ergibt ein Arm. Ich runde dann aber immer gerne noch ein, zwei Maschen ab, damit das hier nicht zu breit wird. Also 156 geteilt durch 5 macht 31, noch was. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dann 30 Maschen für den Arm zu nehmen. Da wir ja zwei Arme haben, sind das insgesamt 60 und die ziehe ich dann einfach von meiner Gesamtzahl ab, von den 156, und dann weiß ich, was ich zwischen vorne und hinten aufzuteilen habe. Und zwar für vorne 48 und für hinten 48. Also was dann dabei rauskommt, muss man durch 2 teilen, ist klar, weil ich habe hier 2 gleiche Teile, vorne und hinten. Und da kam dann 48 bei raus. Also ihr zählt eure ganzen Stäbchen, egal welche Größe ihr jetzt häkelt, einmal durch. Übrigens, wenn ihr jetzt eine größere Größe häkelt, dann werdet ihr auch noch, wenn ihr zum Beispiel eine Nummer nur größer, dann könnt ihr noch mal eine ganze Runde Stäbchen ohne Zunahmen. Wenn ihr jetzt 2, 3 Nummern größer häkelt, dann müsstet ihr noch mal leichte Zunahmen, sonst wälzt sich hier eure Passe. Da müsste man auch noch mal vielleicht jedes achte Stäbchen doppeln. Genau, ich schreibe euch das aber auch alles nochmal in die Beschreibung rein, auch für andere Größen, wie ihr das dann gut anpassen könnt. Also wichtig ist jetzt, Gesamtmaschenzahl zählen, geteilt durch 5, vielleicht um eine Masche abrunden. Das ergibt die Ärmchen. Die Ärmchen sind zweimal da, also ziehen wir das von der Gesamtmaschenzahl ab. Was da rauskommt, geteilt durch 2. Ein Teil ist für vorne und ein Teil ist für hinten. So, und da wir ja irgendwo eine Mitte ermitteln müssen, habe ich auch hier noch nicht geschlossen. Ich habe ja gesagt, für den Rücken und für vorne haben wir 48 Maschen. Die Hälfte von 48 ist dann 24. Ich habe 24 Stäbchen in diese Richtung gezählt und habe dann hier in das 24. den Maschenmarkierer reingepackt. Dann habe ich ja gesagt, 30 für unseren Arm. Ich habe 30 Maschen dann ab hier weitergezählt. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Das sind die 30, die wirklich für den Arm dann frei sind, und habe dann in die danach folgende Masche den Markierer gepackt. Also hier sind genau 30.
Dasselbe machen wir in diese Richtung. Ab der Hälfte 24 nach hier zählen, genau in die 24. den Markierer, in diesem Mittelteil, die für den Arm, die ihr ausgerechnet habt, in unserem Fall genau 30 in die Masche, danach erst den Markierer. Und wenn ihr das jetzt zählt und euch nicht vertan habt, muss ab hier, die zählen wir natürlich mit, bis zu dem nächsten Markierer auch 48 Stäbchen sein. Oder die Zahl, die ihr halt ausgerechnet habt. Die Anzahl hier und die vorne sollten gleich sein. Solltet ihr, genau das fällt mir auch noch ein, eine ungerade Zahl haben, nicht auf den Ärmchen aufteilen, dann ist es nicht so schlimm, wenn der Rücken ein Stäbchen mehr hat oder das Vorderteil ein Stäbchen mehr, dann bitte zwischen im Vorderteil oder im Rückenteil aufteilen. Die Ärmchen sollten immer gleich wachsen, damit das hier gleich bleibt. So, auf jeden Fall. Dann haben wir die Zahl hier ermittelt. Ihr müsst euch das abstecken. Wenn ihr keine Markierer habt, könnt ihr auch einfach ein Stückchen Wolle hier durchziehen. Hauptsache, ihr wisst, bis wohin ihr häkeln müsst. So, und dann, wir beenden jetzt erstmal hier unsere Runde, denn gleich geht es anders weiter. Dann möchte ich gerne eine seitliche Naht weiter häkeln. Man könnte jetzt auch hier, dann geht die Naht aber am Rücken entlang. Man sieht das dann ein bisschen, wenn man mit Stäbchen weiter häkelt. Deswegen hätte ich die gerne seitlich verlaufen. So, und wir schließen wieder genau wie eben, hier in dem ersten Stäbchen, hier oben mit einer Kettmasche. So, und dann schneiden wir an dieser Stelle unseren Faden ab. Und dann geht es jetzt sofort mit dem Körper an der Seite weiter. So, erstmal hier alles festmachen. So, dann bleiben wir hier in dem Rückenteil. Das ist ja das hintere Teil. Gehen hier an die Seite, da wo der Markierer drin ist. Da schlingen wir jetzt neu an, weil wie gesagt, die Naht soll jetzt seitlich verlaufen. So, ich habe mir hier eine neue Schlaufe übrigens gemacht. Die ziehe ich jetzt hier durch. Und schlinge hier, wo der Markierer ist. Wir können ihn auch entfernen direkt oder erstmal dran lassen. So, mal gucken, wo hier mein Faden ist. So, häkeln hier erstmal eine Kettmasche. So, eins. Also wir starten hier direkt mit unserem Stäbchen. Zwei, drei machen wir jetzt mal zu Beginn, weil wir ja erstmal das hier nur befestigt haben. So, und dann häkeln wir hier Stäbchen für Stäbchen hier dran entlang. Da ist jetzt erstmal nichts dabei. Und zwar bis zu dem nächsten Markierer. Wenn ihr jetzt hier in der Mitte ankommt, also ich blende mich noch mal eben zwischendurch ein, wo dieser Faden, wo wir den hier gesichert haben, der ist ja jetzt fest, den können wir einfach mit weghäkeln. Das heißt, ihr häkelt ganz normal hier weiter, Masche für Masche, und lasst den Faden hier oben drauf einfach mitlaufen. Dann braucht ihr den hinterher schon mal nicht mehr mit vernähen. Dann habt ihr einen Faden weniger zu nähen. So, seht ihr, ich lasse den einfach hier oben drauf mit herlaufen, weil der auch wirklich fest ist. Da kann nichts mehr passieren. Und wenn ihr so ein ganzes Stückchen gehäkelt habt, dann zieht ihr eben ein Stückchen, schneidet den einfach ab und fertig. So, ich bin jetzt hier bei dem Markierer angekommen, aber wir häkeln ja bis in den Markierer, auch noch dahin, da rein, wo der Markierer sitzt. Denn dann haben wir hier genau zwischen den Ärmchen unsere 30 Stäbchen. So, und jetzt, es gibt zwei Möglichkeiten. Bei größeren Größen häkle ich eigentlich jetzt hier noch ganz gerne zwei, drei Luftmaschen, um so ein bisschen Freiraum unterm Arm noch zu gewähren. Also in dem Fall reicht das jetzt hier. Wir haben auch genug, die Passe ist eigentlich weit genug. Also wir gehen jetzt hier einfach hier außen an der Arbeit dran entlang, bis der nächste Markierer kommt. Dadurch sparen wir das Ärmchen aus und gehen auch wieder in die Masche, genau da, wo der Markierer drin steckt, hier rein und häkeln unser nächstes Stäbchen. Wie gesagt, habt ihr eine viel größere Größe, würde ich dann vielleicht noch empfehlen, hier zwei, drei Luftmaschen hier zwischen und dann hier rein. Dann muss man aber auch hinterher hier unterm Arm entsprechend den Luftmaschen in der nächsten Runde auch noch mal hier Stäbchen drumherum häkeln. So, und dann geht es hier einfach weiter.
Ja, Stäbchen für Stäbchen bis zum nächsten Markierer und da sehen wir uns dann gleich wieder. So, wenn wir dann an dem nächsten Markierer hier sind, dann verschließen wir auch gleich die Runde. Also wir häkeln jetzt nochmal hier rein, wo der Markierer ist und haben auch an dieser Stelle genau unsere 30 Stäbchen, die hier für den Arm gedacht sind. Und wir gehen auch hier jetzt an der Arbeit entlang. Und hier haben wir gestartet, das heißt, hier verschließen wir jetzt unsere Runde. Hier ist jetzt immer seitlich Anfang und Ende. So, und zwar gehen wir auch hier in das erste Stäbchen, nicht in die Luftmaschenkette, denn die Naht verschiebt sich sowieso leicht nach rechts, wenn man in Runden arbeitet. Von daher gehen wir hier in das erste Stäbchen rein. Schließen unsere Runde mit einer Kettmasche und starten dann wieder mit 1, 2 Stäbchen und gehen in dieselbe Stelle hier rein, häkeln ein Stäbchen und dann geht es weiter. Masche für Masche ein Stäbchen. Ich würde sagen, wir machen noch mal einmal dann am Ende hier unser Rundenende und beginnen. Gemeinsam, also häkelt jetzt erstmal einmal komplett nochmal drumherum und dann sind, glaube ich, die Runden auch klar. Ja, und auch am Ende dieser Runde, ich habe hier mein letztes Stäbchen gerade gehäkelt, schließen wir wieder genauso. Wir gehen nicht in die Luftmaschenkette, sondern hier in das erste Stäbchen, verschließen mit einer Kettmasche und starten wieder mit 1, 2 Luftmaschen und einem Stäbchen in diese selbe Einstichstelle. So, und das machen wir jetzt immer weiter so. Ihr häkelt jetzt erstmal so einige Runden weiter. Die Maschenmarkierer können wir jetzt natürlich hier entfernen. Das muss natürlich später auch noch ordentlich gehäkelt werden. Das ist am Rücken. Hier kommt dann, ist dann die Knopfleiste. Ja, das nimmt schon eine richtig schöne Form an, finde ich, unser Pullover. Und jetzt macht ihr erstmal weiter und viel Spaß beim Rundendrehen. Ich habe den Pulli jetzt einige Runden mit den Stäbchen hier weiter gehäkelt. Ich sage euch mal eben, wie viel Zentimeter für diese Größe. Und zwar ist der jetzt 25 Zentimeter lang. Und ich würde jetzt gerne hier unten am Rand genauso abschließen, wie wir hier oben angefangen haben mit dem Muster oder wie wir hier in der Rundpasse das Muster gehäkelt haben mit diesen Fächern. Dafür brauchen wir jetzt eine, ihr müsstet jetzt einmal eure Gesamtmaschenzahl durchzählen. Wir bräuchten eine Gesamtmaschenzahl, die teilbar ist durch 3, da wir jetzt diese Fächer hier häkeln. Also wenn ihr jetzt noch nicht ganz so weit seid, dann guckt mal, dass ihr in der zweitletzten Runde, bevor ihr bei den 25 cm seid oder für die Größe, die ihr häkelt, dann auf eine Maschenzahl teilbar durch 3 kommt. Ihr könnt dann einfach zwischendurch mal gut verteilt, um auf diese Zahl zu kommen, einfach mal hier 2 in eine Einstichstelle oder hier an den Seiten, da fällt das dann auch noch weniger auf, aber man wird das sowieso nicht sehen. Und dann im hinteren Bereich vielleicht noch einmal, also einfach so verteilt, ja, dass ihr dann auf eine Zahl kommt, die teilbar durch 3 ist. Ja, und dann geht es dann auch schon weiter, wenn ihr dann die Anzahl habt. Dann geht es auch hier in Runden weiter und zwar, ich habe hier die Runde geschlossen. Und dann machen wir jetzt noch mal unser Fächermuster. Das heißt, wir starten hier direkt zu Beginn mit jetzt mit 3 Luftmaschen, denn wir häkeln jetzt diesen Fächer 1, 2, 3, also nicht mehr 2, gehen in dieselbe Einstichstelle, häkeln ein Stäbchen, häkeln 2 Luftmaschen und häkeln noch mal 2 Stäbchen immer noch in dieselbe Einstichstelle. 1 und 2. So, und dann kommt der nächste Fächer. Und zwar lassen wir jetzt 1, 2 Maschen frei, gehen in die dritte, häkeln wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, wieder 2 Stäbchen, immer noch in dieselbe Einstichstelle. Und lassen dann wieder 2 Maschen frei. 1, 2, gehen in die dritte und wiederholen den Vorgang. Ein Stäbchen, noch ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen. So.
Und warum teilbar war durch 3? Ein Moment, jetzt bin ich gerade abgerutscht. Denn wir haben hier zwischen immer 1, 2, 3. Immer bis zum nächsten Muster. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Damit ihr mit dem Muster hier hinten hinkommt. Wenn jetzt zum Beispiel ganz zum Schluss nur noch eine frei ist anstatt 2, das macht dann auch nichts. Das wird dann auch nicht auffallen. Aber es sollte schon mindestens eine Masche noch hier frei sein. Ja, und das häkelt ihr jetzt die ganze Runde entlang und dann treffen wir uns gleich am Ende hier wieder. So, wenn ihr dann jetzt euer letztes Fächermuster hier gehäkelt habt, dann gehen wir hier in den nächsten Fächer, in das erste Stäbchen hier rein, verschließen mit einer Kettmasche, häkeln eine Luftmasche und häkeln hier direkt eine feste Masche rein. So, denn jetzt häkeln wir eine komplette Runde mit festen Maschen. Wir gehen hier dann in den Bogen rein. Da waren 2 Luftmaschen, also häkeln wir um den Bogen 2 feste Maschen und dann in jede Masche eine feste Masche. Das heißt, hier hatten wir 2 Vorstäbchen, also 2 feste Maschen. Das nächste auch wieder. Also so wie wir das schon oben an der Passe gemacht hatten, da hatten wir ja dasselbe, dass wir dann feste Maschen hier drumherum gehäkelt haben. So, und zwar häkeln wir jetzt eine Runde feste Maschen, verschließen hier am Ende, genau wie wir das oben gemacht haben, und häkeln dann erneut eine Runde. Und das war's dann mit unseren Runden. Dann sehen wir uns gleich am Ende hier nochmal wieder. Ich bin jetzt am Ende dieser Runde mit den festen Maschen, habe hier meine letzte feste Masche gehäkelt. Und wir verschließen unsere Runde mit einer Kettmasche. Häkeln wieder eine Luftmasche und gehen hier direkt rein und häkeln wieder eine feste Masche. So, und jetzt häkeln wir hier komplett drumherum in jede Vormasche eine feste Masche. Einmal komplett drumherum und dann treffen wir uns gleich am Ende hier wieder. Und am Ende der Runde, wenn wir dann hier unsere letzte feste Masche gehäkelt haben, verschließen wir wieder hier in dieser ersten Masche mit einer Kettmasche. Ups, da ist ein Faden dazwischen. Dass das hier auch ordentlich verschlossen wird. Einen Moment. So, mit einer Kettmasche. Wir schneiden unseren Faden ab. Sichern ihn. So, und dann geht es gleich auch schon mit den Ärmchen weiter. Ja, durch dieses Muster hier unten haben wir jetzt nochmal so einen kleinen Volant hier unten erzeugt an dem Kleidchen. Das finde ich eigentlich ganz süß. Wer das nicht möchte, kann natürlich auch hier unten einfach zum Beispiel feste Maschen häkeln. Dann hat man so ein kleines Bündchen. Da ist eurer Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. So, okay. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt direkt weiter mit den Ärmchen. So, für die Arme werden wir hier, also wir häkeln hier außen dran entlang. Dafür müssen wir jetzt eben neu anschlingen. Ich mache mir hier wieder eine kleine Schlaufe, so eine Schlinge. So, und dann gehe ich hier, nehme ich hier das Ärmchen und gehe hier direkt, mal kurz gucken, wo wir hier sind. Hier wurde zuletzt reingehäkelt. Hier entsteht hinterher gleich auch so ein kleines Loch. Wundert euch nicht, das ist nicht schlimm, das vernehmen wir dann zum Schluss. Also wir gehen hier in die allererste Masche, die unbehäkelt ist, in diese. So, nehmen unsere Schlaufe. Na. Häkeln eine Luftmasche. Ach so, lasst hier genügend Faden über, denn hiermit nähen wir zum Schluss dieses kleine Loch zu. So, wir starten. Also es geht jetzt hier auch mit Stäbchen weiter. Wir starten dann mit 2 weiteren Luftmaschen und häkeln hier Stäbchen für Stäbchen. So, das macht ihr bis zum Ende der Runde, hier bis zum anderen Ende und dann verschließen wir die Runde gemeinsam. So, ich bin jetzt hier fast am Ende angekommen. Also auch hier häkeln wir bis in das letzte, das ist ja schon behäkelt, bis in das letzte freie Vorstäbchen. So, hier also noch unser Stäbchen rein und dann nehmen wir uns hier den Start,
da wo wir angefangen haben. Und da gehen wir jetzt zu Beginn erstmal hier mit einer Kettmasche in die Luftmasche. Später schließen wir immer hier rein. Jetzt gehen wir erst noch mal zu Beginn hier rein, verschließen mit einer Kettmasche. So, und dann starten wir jetzt mit 1, 2 Luftmaschen. Gehen wieder hier rein. Also jetzt werden die Runden genauso gehäkelt, wie wir das am Körper gemacht haben, und häkeln jetzt hier auch in jedes Vorstäbchen ein Stäbchen. So, und ich würde sagen, wir können ja noch mal einmal hier zusammen verschließen und starten dann die neue Runde, und dann geht es eigentlich auch immer so weiter mit dem Ärmchen. So, und hier am Ende der Runde vergesst nicht, das letzte Stäbchen hier zu häkeln. Hier war jetzt das letzte Stäbchen. Und jetzt verschließen wir genau wie bei den Runden am Körper immer in dieser ersten, in dem ersten Stäbchen hier direkt in die Masche rein. So, mit einer Kettmasche. Und wir starten auch immer wieder mit 1, 2 Luftmaschen und gehen direkt hier rein, wo wir gerade rauskommen, häkeln ein Stäbchen. Ja, und das machen wir jetzt erstmal ein paar Runden lang. Dann gucken wir gleich mal, wie der Arm sich hier weiter formt. Dann werden wir wahrscheinlich auch noch mal ein paar Abnahmen hier einarbeiten. Und okay, häkelt jetzt erstmal ein bisschen so weiter, Runde um Runde, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt hier einige Runden weiter gehäkelt. Und zwar, ich sage euch mal eben, wie viel Reihen ich gehäkelt habe. Ab da, wo wir hier neu gestartet sind mit dem Arm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Reihen habe ich gehäkelt. Und jetzt würden wir Abnahmen hier reinarbeiten. Und zwar, ich habe die Runde hier noch nicht verschlossen. So, wir verschließen hier unsere Runde wie gewohnt. Das heißt mit einer Kettmasche, und dann starten wir auch wie gewohnt mit 1, 2 Luftmaschen mit unserem Stäbchen hier drin, häkeln noch ein weiteres Stäbchen, also haben jetzt 1, 2, 3, und jede vierte und fünfte Masche, also jedes vierte und fünfte Stäbchen, maschen wir zusammen ab. Dadurch haben wir eine Abnahme. Also das hier ist das vierte. Wir häkeln nur das Stäbchen halb, dann das nächste ebenfalls. Wir ziehen den Faden nur durch die zwei Schlaufen und dann maschen wir beide gemeinsam ab. So, und das machen wir jetzt immer weiter. Wir zählen jetzt wieder neu. Drei Stück häkeln wir ab jetzt wieder komplett. Also 1, 2, 3. So, und jetzt kommt wieder genau dasselbe. Das vierte, nur halb, ups, ich war verrutscht, Entschuldigung. Also jetzt bin ich beim vierten wieder nur halb abmaschen. Das fünfte auch wieder nur halb abmaschen. Und dann beide zusammen abmaschen und nochmal zusammen. Wir fangen jetzt wieder hier an zu zählen. 1, 2, 3 Stäbchen. So, und hier auch wieder dasselbe. Das vierte Stäbchen nur halb abmaschen. Das fünfte Stäbchen halb abmaschen und dann hier beide zusammen. So, und das macht ihr bis zum Ende der Runde, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt hier am Ende der Runde fast angekommen. Ich habe hier die letzte Abnahme gemacht. Mir fehlt hier doch kein Stäbchen mehr. Hier ist schon die letzte Masche. Wenn jetzt hier noch ein Stäbchen wäre, das häkelt ihr dann auch einfach. Auch für andere Größen, wenn ihr jetzt hier hinten ankommt. Und da ist zum Beispiel, wenn dann noch zwei Stäbchen zu häkeln wären, dann häkelt ihr die einfach so, dass das entweder am Ende so hinkommt oder nicht. Das spielt dann auch keine Rolle. So, wir verschließen hier wieder unsere Arbeit mit einer Kettmasche. Und jetzt geht es zwei Runden ganz normal weiter, ohne Abnahmen. Ach so, was ich jetzt machen würde für den zweiten Arm, damit ihr wisst, wo wir jetzt hier genau waren. Also ich markiere mir das dann immer gerne. Entweder zieht ihr euch ein Stückchen Wolle durch oder hängt da einfach so einen Maschenmarkierer rein. Dann wisst ihr, in dieser Reihe, dann könnt ihr das später abzählen, haben wir
gestartet mit den Abnahmen. Gut, und jetzt geht es ganz normal weiter. Eins, zwei Luftmaschen und hier wieder unser Stäbchen. Und jetzt einfach in jede Vormasche ein Stäbchen. Und das machen wir jetzt zwei Runden lang. Ohne Zunahme, nichts. Ganz normal zwei Runden lang Stäbchen häkeln. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt hier nicht nur zwei Runden, sondern doch noch drei gemacht. Also macht ruhig nach der Abnahme, die wir hier gearbeitet haben, 1, 2, 3 Runden komplett mit Stäbchen. Für andere Größen müsst ihr das natürlich anpassen. Am idealsten wäre es, wenn ihr es mal eben zwischendurch anprobieren könnt. Jetzt kommt noch so ein kleines Stückchen hier am Handgelenkbündchen. Hier häkeln wir jetzt nur noch feste Maschen. So, es geht dann weiter. Wir arbeiten hier nochmal eine kleine Abnahme rein. Wir starten mit einer Luftmasche und dann eine feste Masche direkt hier, wo wir rauskommen. So, und jetzt zählen wir 6 feste Maschen. Häkeln wir jetzt erstmal 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, und die 7., das kann man bei den festen Maschen so ganz gut machen, die überspringen wir jetzt einfach und gehen direkt in die danach. Und da starten wir wieder, also die hier nicht häkeln, einfach schon in die nächste. Und wir starten jetzt wieder neu an zu zählen. Und zwar wieder 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und hier machen wir wieder dasselbe. Das heißt, wir überspringen die nächste einfach, die häkeln wir nicht und gehen in die danach. Und das ist dann wieder Nummer 1. So, und das machen wir die ganze Runde entlang und dann treffen wir uns gleich am Ende der Runde wieder. So, ich bin hier am Ende. Ich hatte jetzt nach dem letzten Überspringen hier noch 3 Maschen zu häkeln. Das müsste bei euch auch ungefähr so hinkommen. 2, 3 oder 4. So, und dann verschließen wir hier in den Start. Auch hier verschließen wir wieder so mit einer Kettmasche. So, und jetzt geht es einfach nur noch mit festen Maschen, Masche um Masche weiter. Das heißt, wir häkeln eine Luftmasche, wir gehen wieder hier direkt in den Start rein und häkeln jetzt die Maschen so, wie sie erscheinen. Feste Maschen. So, also Masche um Masche. Ihr wisst, wie man hier endet und neu startet. Wir haben jetzt 1. Die zweite häkeln wir gerade und dann häkeln wir noch eine danach. Ihr könnt natürlich auch ein höheres Bündchen machen. Also ich werde jetzt hier insgesamt dann 3 Reihen mit festen Maschen haben. Ihr könnt das auch natürlich weniger machen, kürzer. Das ist euch nach eurem Geschmack überlassen. Genau. Okay, und dann sehen wir uns nach der dritten Reihe. Wenn ihr das genauso macht, sehen wir uns gleich wieder und dann verschließen wir gemeinsam. So, nach den 3 Runden, ich habe hier meine Arbeit verschlossen. Also wie gesagt, mir reicht dieses Bündchen jetzt die Höhe. Dann schneiden wir hier unseren Faden ab, sichern ihn und dann haben wir ein Ärmel fertig. So, den zweiten, den häkelt ihr nach haargenau derselben Anleitung. Wie gesagt, jetzt ist natürlich auch der Markierer ganz nützlich. Dann könnt ihr das nochmal hier dran auch genau abzählen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, wenn wir dann beide Ärmel fertig haben, also wie gesagt, den zweiten haargenau nach derselben Anleitung häkeln, der wird natürlich auch im Außenbereich hier neu angeschlungen und ansonsten wirklich genau wie der andere gleich gehäkelt. So, und wenn wir beide Ärmel jetzt fertig haben, dann geht es gleich weiter mit unserer Knopfleiste hier hinten. Und ja, dann sind wir auch schon fast fertig. Da müssen wir nur noch die ganzen Fäden vernähen. Und ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal hier hinten weiter. So, hinten bei unserer Knopfleiste, also man könnte jetzt auch rein theoretisch, wenn man keine Leiste häkeln möchte, könnte man auch diese Löcher des Musters hier nutzen. Also hier zum Beispiel einen Knopf dran nähen und das dann so belassen, das dann so schließen. Ich häkel immer ganz gerne eine Leiste dran. Also wie gesagt, das ist auch euch überlassen, entweder so hier jetzt einfach einen Knopf dran oder wer eine Leiste haben möchte, der macht dann einfach noch weiter mit. Ich habe mir hier wieder eine kleine Schlaufe vorbereitet. So, es wird auch keine große Leiste jetzt hier. Ich werde nur eine Hin- und
Rückrunde machen. Von daher fangen wir jetzt im Innenbereich hier an zu häkeln. Wir gehen hier direkt in die äußerste Ecke rein, schlingen hier neu an. Ich ziehe hier meine Schlaufe durch. Wir häkeln hier, den Faden richtig legen. So, hier schon mal direkt eine Luftmasche und häkeln hier sofort wieder unsere erste feste Masche rein. So, die nächste Runde, wir hatten ja hier oben am Kragen zwei Runden mit festen Maschen. Hier in die nächste Runde häkeln wir auch eine feste Masche. So, und jetzt kommen unsere Querstäbchen. Das waren Stäbchen. In jedes Stäbchen passen perfekt zwei feste Maschen. Die verteilen wir hier in diese Stäbchen. Hier sucht ihr euch eine Einstichstelle hier innerhalb des Stäbchens. So, das war das erste, also zwei Stück. Dann das nächste, da kommen auch wieder zwei feste Maschen rein. Das mache ich mal hier und hier. So, dann kommt hier wieder ein Querstäbchen. Auch wieder eins und zwei feste Maschen. Und das letzte hier ebenfalls eins und zwei. Und na, es wird hier ein bisschen eng und zwei, aber da haben wir es. So, wir wenden unsere Arbeit. Dann geht es wieder zurück in die andere Richtung. Wir häkeln hier noch eine Wendeluftmasche und starten direkt hier in die erste Masche mit einer festen Masche und häkeln uns jetzt einfach hier dran entlang bis oben hin. Und das war es dann hier mit unserer Leiste, hier wird der Knopf dran genäht. Wir machen gleich auf der anderen Seite dann das Knopfloch. Also hier ist es jetzt ganz einfach. Hier sehen wir ja die Maschen, so wie sie gehäkelt werden müssen. So, hier oben ist die letzte. So. Da schneide ich jetzt auch, das soll jetzt gut sein, so, da schneide ich den Faden ab. Und dann geht es auf der anderen Seite weiter. Also hier den Faden auch natürlich sichern. Haben wir natürlich gleich auch einige Fäden zu vernähen. So, und jetzt geht es auf der anderen Seite weiter. So, auf der anderen Seite, dann machen wir dann auch, wir schlingen im Innenbereich an. Das heißt, wir müssen dann hier unten starten. Da starten wir hier mit unserem ersten Querstäbchen. Ich gehe schon mal hier rein. Ich habe mir hier wieder meine Schlaufe vorbereitet. Ziehe die hier durch. Mal eben den richtigen Faden hier erwischen. So, häkel hier eine Luftmasche und direkt wieder hier rein meine erste feste Masche. So, in dieses Querstäbchen häkeln wir auch noch unsere zweite feste Masche und so weiter. Genau wie wir das auf der anderen Seite gemacht haben. In jedes Querstäbchen zwei feste Maschen. Ach, wir machen das eben zusammen. Das ist ja gar nicht so viel. So, zwei feste Maschen hier, dann kommt das nächste Querstäbchen, auch zwei feste Maschen. Dann das nächste Querstäbchen. So, und dann haben wir hier die Reihen, wo die festen Maschen waren, dann in die eine und hier oben in die letzte. Da gehe ich nicht ganz in die Ecke rein, damit sich das nicht so auseinanderzieht. Ich gehe mal so ein bisschen da drunter. So, den Faden vernähen wir hinterher noch. So, wir häkeln eine Wendeluftmasche. Und auch hier, jetzt häkeln wir runter und müssen allerdings auch noch unser Knopfloch häkeln. Also, wir häkeln hier unsere feste Masche. Jetzt hängt es von eurem Knopfloch ab, wie groß das ist. Also, ich mache mal... Ich werde jetzt hier 1, 2 Luftmaschen häkeln, überspringe dann 2 Maschen. Wenn ihr einen großen Knopf habt, dann müsstet ihr 3 Luftmaschen häkeln und 3 Maschen hier unten überspringen und geht dann in die vierte. Also ich häkel 2 Luftmaschen, überspringe dann 2 Maschen hier unten, gehe in die dritte, häkel eine feste Masche. Und dann geht es hier Masche für Masche weiter. Also das heißt, je nachdem, wie viele Luftmaschen ihr hier häkelt, überspringt ihr auch die entsprechende Anzahl hier unten an Maschen. So, das ist jetzt die Größe meines Knopflochs.
Und da wir hier nur so ein kleines Stückchen haben an Blende, belasse ich das mit diesen zwei Runden. Sonst mache ich auch schon mal mehr Runden, wenn das ein großes Stück ist. So, das soll so reichen. Wir schneiden das hier unten dann ab, sichern das. Und nur, dass ihr das schon mal seht, hier ist unser Knopfloch. Hier oben wird das dann befestigt. Hier oben machen wir das noch mit einem Stich fest. Also wir schneiden jetzt natürlich auch erstmal hier unten den Faden ab. So, und sichern hier unsere Arbeit. Denn das war's hier mit dem, mit der Blende. Und hier kommt dann der Knopf dran. Also so. Ja, was wir jetzt noch machen müssen, ich zeige euch gleich mal eben, wie ich das hier so ein bisschen befestige, dass das hier nicht so hin und her geht. Also jetzt müssen wir natürlich noch all unsere Fäden hier vernähen, die wir hier haben. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich noch mal hier. Ich zeige euch dann gleich noch mal eben, wie ich das hier festmache. Und doch eine Sache haben wir noch, jetzt sehe ich gerade, hier haben wir ja noch dieses kleine Loch unterm Arm, genau, unter beiden Armen. Das nähen wir auch, da nähen wir auch mal eben eins zusammen zu. So, ich zeige euch das mal eben hier hinten mit der Blende hier. Also ich nehme dann immer dieses Stückchen, lasse hier den Faden dran zum Vernähen und gehe einfach hier unten, also ihr könnt das so eben aufeinander legen und dann gehe ich hier unten direkt in die Ecke rein, dass das hier nicht so hin und her schwenkt, damit das so ein bisschen fest ist. Von innen, von außen. Das mache ich eigentlich mit allen Blenden so. So. Dann hoch, muss ich natürlich von innen dann auch noch fest vernähen. Jetzt ist das hier noch ein bisschen locker. Dann dreht ihr das einfach rum, vernäht das von innen dann noch ordentlich. So, den Faden hier befestigen, damit sich hier nichts lösen kann. So ein bisschen hin und her abschneiden. Und fertig. So, dann haben wir die Lasche hier fest. Das ist dann eigentlich schön, finde ich. Dann ist das, geht das hier nicht mehr so auf an der Ecke. Ja, dann müsst ihr jetzt nur noch hier euer Knopf dran nähen. Und was wir noch machen ist, eine Seite habe ich schon mal zugenäht hier unterm Arm. Da sieht man dann nichts mehr. So, den Faden, den wir hier hatten, den nutzen wir jetzt zum Vernähen. Den ziehe ich mir jetzt hier rein. Also wir vernähen das so, dass die Arbeit dann so hier liegt, aber von innen natürlich. So, wir drehen das hier rum. Der Faden liegt dann genau in der Mitte, wie ihr seht. So, wir nehmen das hier so. Ich lege dann immer meine Hand, meinen Finger ein bisschen darunter, damit wir hier nicht noch in die andere Arbeit reinnähen. So, eben schnell die Nadel. So, und dann nehmen wir das eigentlich einfach nur hier so hin und her. Und zwar genau in diese Querstäbchen auch rein. Also von der einen Seite zur anderen Seite. So, erstmal die eine Hälfte hier. Ihr geht hier am Rand dieses Stäbchens zum anderen Stäbchen. Nicht zu festziehen, dass das nicht die anderen Maschen noch mit auseinanderzieht. Sondern einfach, aber auch natürlich nicht zu locker, soll ja kein Loch bleiben. So, vorsichtig, so leicht, aber nicht zu festziehen. So, ich bin hier am Ende angekommen. Jetzt gehe ich wieder in die Mitte, denn hier ist ja noch die andere Hälfte. So, hier wieder rüber. Und hier machen wir genau dasselbe. Von der einen Seite zur anderen, immer in diese Randmaschen. Hier stechen wir so rein. So, und dann haben wir das eigentlich ruckzuck hier zugenäht. Und man sieht dann auch von unten wirklich gar nichts mehr. So, das hier sind schon die Maschen. So, den Faden so ein bisschen hin und her, dass der fest ist und sich hier nicht mehr lösen kann. Nochmal in die Richtung. So,
Das war es im Grunde genommen. Gucken wir mal eben von der anderen Seite. Wie ihr seht, ist hier alles zu. Das sind nur die Maschen, wenn man die auseinanderzieht. Aber hier unten dieses große Loch ist komplett zugenäht. Ja, jetzt fehlt uns nur noch unser Knopf. Ich würde sagen, jetzt nehmen wir noch den Knopf hier dran und dann sehen wir uns ganz zum Schluss mit dem fertigen schönen Pullover wieder. So, wenn wir dann alle unsere Fäden hier vernäht haben und unseren Knopf hier dran genäht haben, ich habe hier so einen kleinen süßen Blütenknopf gefunden in fast derselben Farbe wie die Wolle. Ja, dann haben wir unseren Pullover fertig. Einmal nochmal umdrehen. Ich finde, der ist richtig toll geworden. Ein richtig schöner Pulli. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Häkeln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben. Und ihr könnt mich auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren Videos von mir. Dann vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!